So, wie machen wir das? Ich bin gefühlt, doch, ich bin ein bisschen weitergekommen. Ich habe rausgefunden. Ach so, ja, danke fürs Einschalten. Jetzt geht's weiter. Ich habe rausgefunden, dass man diese Kugeln, die runterfallen, kann drehen kann, dass sie woanders rumfliegen. Der Zwiebelmann ist weitergekommen. Und ich weiß jetzt, wo ich lang muss. Weiß, wo die Gegner stehen. Ich muss nicht mehr darunter in diesen Doppelkampf gegen die beiden auf diesem schmalen Steg. Das heißt, ja, weiter geht's. Ich müsste eigentlich jetzt in diesem Schlangentempel relativ weit kommen, wenn ich gleich da reinlaufe. Gut. Gucken wir mal, ob sich das bewahrheitet. So, also, hallo Schlangenboy. Ich habe hier eine frische Falle für dich. Okay, er ist nicht gestorben. Das macht überhaupt nichts. Wirklich nur halb so schlimm. Sehr gut. Das war mein Fehler. So, was hast du gedroppt? Das Schlangenschwert erneut. So, komm mal her, du. Er stirbt nicht da unten. Er steht jetzt da unten und ärgert sich. Na gut, von mir aus. Hey, mein Loot ist ja hier. Cool. Hatte ich null? Was ist das denn? Aua, das Ding hat mir trotzdem Schaden gemacht? Au! Sehr gut, weiter geht's. So, also, wir wissen, wir haben unten auf dem Steg zwei. Hier sind keine Kugeln mehr. Den da oben, den machen wir jetzt platt. Ja, anvisieren, jawohl. Oh nein, der pullt die mit. Ich hau ab. Kein Bock, kein Bock. Er lebt einfach noch. Mit einem HP. So, Kügelchen. Jawohl, wir laufen dir hinterher. Let's go. So. Was war hier noch? Ah ja, hier ist der Aufzug. Oh. Ja, keine Ahnung, da will ich nicht runterfallen. Ich erinnere mich, ich muss aussteigen, sobald
der Aufzug minimal langsamer wird. Oh, da war eine Tür. Oh oh. Das will ich natürlich ausprobieren, was die Tür kann. Ha. Nee, das ist mir. Nee. Machen wir nicht. Jetzt habe ich den zerplätscht. Der ist gar nicht gestorben da dran, lol. Na gut. Ah, der kriegt noch mal eine, warte. Ja, dann machen wir doch noch mal eine. Ah, komm. 152. So, eine noch. Jetzt ist er tot. So, hier fallen die einfach irgendwo ins Nirgendwo, ne? Da sind die schon gut aufgehoben, die Kugeln. So. Und jetzt? Ach, er da unten lebt noch. Also hier war nix mehr. Da will ich mich jetzt nicht hinstellen, weil dort die Kugel hinfliegt. Dann gehe ich jetzt... Ah, hier geht's nach oben. Ah, hier geht's lang. Oh nein, Falle. Oh Gott, aua. Nee, oh Gott, nein. Und erneut. Ich bin sogar das eine Mal, als ich da oben war, habe ich noch gesagt, da ist eine Falle, da gehe ich jetzt noch nicht lang. Klangen Menschen aus der Hölle, ey. So. Und nochmal, weil es so schön war. Dumm. Einfach dumm. Nicht runterfallen. Und wenn der jetzt nicht tot ist, ey. Wieso macht die mir auf einmal Schaden mit ihrem... Habe ich das falsche Schild drin oder so? Ich dachte, ich wäre hier mal ohne Damage durchgekommen. Nee. Nee. Nein! Dass man dagegen auch nichts unternehmen kann. Ja, man könnte gucken, was für eine Attacke macht sie denn. Die gute Spinnenfrau. Okay, gut.
Puh. Also den habe ich jetzt immer noch nicht mit den Kugeln gekillt, die da runterfallen. Das heißt, das würde ich jetzt nochmal probieren. Sobald ich da oben angekommen bin. So. Jetzt ist sie auch nicht runtergefallen. Jetzt brauche ich hier keine Angst haben, dass mich hier irgendwer von hinten snackt. Wir nehmen den Standardweg, weil ich da hoch zu langsam bin. Wir laufen dem Felsen hinterher, wollte ich sagen. Ha. Was passiert denn hier eigentlich? Da geht's nach unten. Was ist das? Seltsam. Oh, hier bin ich. Okay. Na, dann schnappen wir uns mal schnell dein Loot. Was hast denn du? Goldener Schlangenring. Und wo geht's da lang dann? Das ist jetzt wahrscheinlich eine saudumme Idee, da hinterher zu laufen. Oh Gott, ja, es ist die dümmste Idee. Oh nein. Schnell, steh auf, 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 steh auf. Los, 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 los. Oh Gott, ich hab's überlebt. Gut. Wäre das geklärt, dort geht's nirgends lang. Nirgends. Uff. Ja, uff. Ah, ich verpasse da immer diese Tür. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist das auch gar nicht beabsichtigt, dass man da durchkommt. Genau, hier hoch jetzt. Hey, mein Seelenkram liegt zumindest nicht in den... So, jetzt müsste der da unten Schaden kriegen. Den will ich gerne killen mit diesen Kugeln. Ja, einmal noch. Yay! Er ist tot. Wuhu! So. Ich weiß aber nicht, warum... Aber ich werde es tun. Ich weiß nicht warum, aber ich stelle das in die Richtung. Ich irgendwie... So, jetzt ist die Frage, was ist hier? So, zack und weg da. Genau, perfekt.
Er steht da so verdächtig. Ich habe Angst vor denen. Oh Gott. Los! Jawohl. Ja. Ich habe das Gefühl, da kommt gerade einer von hinten. Was mir nicht gefällt. Was mir ganz und gar nicht gefällt. Aber bis jetzt scheint keiner zu kommen. Sehr gut. So. Was ist hier hinten noch? Eine Fallgrube. Die in den Schwarz... Keine... Och Mann, ey. Ach, da oben. Ah, dann war doch jemand hinter mir. Ha! Er hat mich einfach nicht getroffen. Was ist hier? Loot ist hier. Ich will nicht jemanden hinter mir haben. Ja, genau. Das war nämlich genau das, womit ich gerechnet habe. Das Problem ist, der macht Schaden. Der macht Schaden, wenn der hinter mir steht. Aua. Leute, 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 ne. Uncool, uncool. Yes, okay, gut. Große Scherbe, zwei Stück sogar. Nice. Ich weiß immer noch nicht, wo der Brutzler ist, der hier oberhalb von mir irgendwo ist. Aber wir werden ihn finden. Oh, es geht noch weiter nach oben. Aha, da steht er. Huh! Und Falle. Hoho! So, meine Gute. Ey, anvisieren bitte. Danke. Jawohl. Puh. Nice. Ja, hier ist einfach eine gigantische Fallgrube, die von ganz oben nach ganz unten führt. Nebel. Ohne Flakons. Let's go. Ist es ein normaler Nebel oder ein Bossnebel? Es ist ein normaler Nebel. Was seid ihr denn? Ah, du lädst das ganze Ding. Okay, er lädt die Fallenstacheln, die Fallkugeln, Fallenkugeln-Dinger. Wow. Okay. Ich dachte, da gibt's irgendwie einen Automatismus für, aber nee. Was zum Teufel ist hier gerade passiert? Ah, was? Wo? Warum? Was ist das? Hör mal auf mich zu werfen da oben, Mann! Du Sack! Ey, ganz ehrlich, was soll das denn? Boah, ey! Ich brauche bitte ein Leuchtfeuer.
Ich brauche bitte ein Leuchtfeuer. Hallo? Mist. Schön. Einfach schön. Das ist einfach ein Gang, der ins Nichts führt? Hä? Schon wieder so ein... Gebt mir bitte ein Leuchtfeuer. Oh nö. Okay, hier geht's auch nicht weiter. Wo? Wie? Das kann doch nicht sein. Das ist doch nicht euer Ernst. Du bist doch ein Boss. Und da oben drauf ist noch einer. Und da steht auch einer rum. Kann ich hier irgendwo ein Leuchtfeuer sehen? Leiter? Habe ich irgendwo eine Leiter übersehen? Mal wieder? Nee. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Was ist hier unten noch? Wo geht's da lang? Da geht's eine Leiter runter. Okay, ich glaube, ich... will erst da runter, bevor ich jetzt hier anfange, irgendwelche Bosse zu bekämpfen. Und hoffentlich überlebe ich es gegen den Dicken da. Hoffentlich überlebe ich das jetzt hier einfach. Shit.
Au, 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 nein, bitte nicht. Nicht hauen, nicht hauen, nicht hauen. Warte mal, ich muss nicht gegen dich kämpfen. Oh nein, gegen dich muss ich kämpfen. Oh, scheiße. Was ist er denn für einer? Der ist mir ja noch nie begegnet. Nein! Okay. Und erneut. Jetzt wäre ich schon fast da oben irgendwo gewesen, ne? Okay, also, die Schlangengruben, weiß ich nicht. Ob ich mich hier jetzt noch länger aufhalten will oder ob ich eine Möglichkeit finde, einfach an denen vorbeizurennen, weil, also sorry, nein. Oder oben 8000 Seelen liegen lassen und hier unten jetzt drauf gehen. Perfekt. Wait. What? Okay, hier ist der Ausgang. Moment mal. Was willst du eigentlich jetzt? Kommt mir so ein Schlangending hinterher. Ey, bleib doch weg. Wo bin ich hier und warum geht's hier hoch und wo komme ich raus? Oh mein Gott. Was zum... Wo bin ich? Es sind zwei. Natürlich sind... Ach so, es sind die beiden, die ich unten wahrscheinlich stehen lassen habe. Ach, kommt, Leute. Hört auf jetzt. Es reicht. Scheiß Dreck. Zockpause vom Lernen. Sehr gut. Hey, dann viel Spaß bei was auch immer. Okay, das war jetzt... Aber ey! Ich weiß zwar nicht, warum ich diesen ganzen Schlangenunsinn überhaupt mitgemacht habe, aber jetzt weiß ich, dass ich einfach da runterhüpfen muss. Das heißt, ich kill jetzt die beiden Ersten und spring einfach da runter. Und dann lande ich irgendwo oben drauf. Und kann hoffentlich direkt zum Boss gehen. Ach, jetzt habe ich die Falle natürlich schon aktiviert. Mist. Jetzt kann ich den einen nicht killen lassen vom... Joa, jetzt muss ich wieder gegen euch gleichzeitig kämpfen. Das ist minimal ungeschickt. So, einmal. Paul, was hast du denn gelernt? Ja, ich... Alles gut. Biologie, ah. Thema. Wenn man fragen darf. Ich spring da jetzt einfach runter, ne? Ist mir egal. Ich will wissen, wo es hier lang geht. Kriege ich halt Schaden.
8000, fast 9000 Seelen habe ich oben verloren, weil ich ohne Flakons da rein musste, ey. So, du willst mich wahrscheinlich killen, wenn ich jetzt hinter dir herlaufe, ne? Ja, klar. Ach so, hier ist nur er. Hier ist nur er. Sonst nichts. Hä? Aua, 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 aua. Ja, viel Leben kann er nicht mehr haben. Er hat wirklich so gut wie gar kein Leben mehr, um ehrlich zu sein. Okay. Grauer Brocken. Okay. Zellen, Gewebearten, Aufbau von Knochen, Knorpeln, Haut und so weiter. Ach du meine Güte. Okay. Grauer Brocken. Da, verstärkt Standard. Ah, das habe ich sogar schon mal ein paar Mal bekommen. Standardwaffe plus 14. Kristall und Blitzwaffe plus 4. Wait, what? Keine Ahnung. Oh, ich war schon da oben. Ich war schon da oben. Ich muss doch da rein. Ich dachte, ich hätte jetzt hier eine coole Abkürzung oder irgendwas gefunden, aber nee. Nee. Ich muss doch durch die Schlangen durch. Und dann ist da oben kein Leuchtfeuer. Das ist eine richtige Sauerei. Und eine Abkürzung freischalten habe ich auch nicht gefunden. Das ist eine riesige Sauerei, ey. Das ist einfach nur super assi, was hier passiert. Ja, ich bin sowieso tot. Okay. Schmied. Ah, nee, kann ich auch hier einfach selber machen. Waffe verstärken. Keine Seelen. Perfekt. Okay, ich muss mir erst Seelen besorgen. Genau, das war, da war ja was. Ha! Ah. Es macht keinen Sinn wieder. Es macht wieder keinen Sinn. Er kriegt 3 Pfeile ab und stirbt nicht dran. Schweinerei. Ach ja, man haut ja 2-mal zu. Und man killt mich. Perfekt. Nice, 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 nice. Alles gut. Alles gut. Ich bin nicht... Das sind die 4,5 Stunden. Ah, der letzte Pfeil hat den anderen getroffen. Ah, das sind die 4,5 Stunden des menschlich Möglichen. Ha, ich habe sie erreicht. Ich habe schon wieder den Punkt erreicht, in dem man sich langsam anfängt, von innen aufzulösen. Wait. Ach, ich kann nur Standardaufwertungen machen und für mehr muss ich jetzt zum Schmied gehen. Okay. Ist auch okay.
Bin ich absolut einverstanden mit. Ist der eigentlich noch da hier unten? Den hatte ich ja schon gekillt. Ne, die sind tatsächlich weg, wenn man die gekillt hat. Okay. Well, hello again. You seem to be doing all right. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich einfach eine saublöde Idee. Aber warum geht es nicht? Konnte doch hier schon Waffe verstärken. Hä? Warum kann ich die jetzt auf einmal nicht mehr plus 6 machen? Das war doch irgendwo... Oh, war das bei dem anderen Schmied? War das bei dem anderen Schmied? Nee. Ich benutze eigentlich die ganze Zeit diese Streitaxt. Mit der komme ich super klar. Ah, umwandeln. Danke für den Hinweis, da nochmal reingucken. Ah. Umwandeln. So, und was benutzt der jetzt davon? Krudik. Ach so. Speer plus 10. What? Ach so, der Blitz. Aus Blitzspeer wird ein Speer plus 10. Streitaxt, krude Kampfaxt. Ich glaube, das mache ich. Dafür brauche ich diesen Brocken. Davon habe ich einige. Und die kann ich jetzt wieder verstärken. Da. Ah, guck mal an. Dafür brauche ich große Scherben jetzt. Okay. So. Hahaha. Jetzt gibt's richtig auf die 12. Kommt nur. Jetzt macht meine Axt noch viel mehr Schaden, Leute. Jetzt gibt's auf. Jetzt ist durch. Jetzt muss ich nämlich nicht mehr 10-mal auf die Jungs draufhauen. Jetzt gibt's One-Hit. One-Hit-Wonder. Meine Axt ist ein One-Hit-Wonder. Ihr werdet sehen. Okay, nicht ganz. Haha, macht aber schon echt fett Schaden. Ich habe überlegt, ob ich sie nochmal aufrüste. Macht's auf jeden Fall einfacher. Es ist doch aber echt eine saumiese Nummer. Oh nein. Ah. 5000 Seelen für den Arsch. Und weg sind sie. Mist. Dass ich da oben kein Leuchtfeuer gefunden habe. Ich muss mich da oben nochmal umgucken. Das kann nicht sein. Ich habe das verpasst. Ich muss es verpasst haben, weil... Das macht doch absolut keinen Sinn. Boah, ja, jetzt sieht das hier nämlich schon ein bisschen anders aus. Jetzt muss ich die nicht mehr ewig auf die einklopfen, diese dämlichen Schlangenmenschen. Das ist nice. Bin mal gespannt, was der schwere Angriff für einen Schaden macht. Meine schönen Seelchen sind ja hier oben gelandet. Wunderbar.
Und weiter geht's. So, diesmal laufe ich hier. Ja, ich warte, ich bin nicht ungeduldig. So, jetzt kann ich rennen. Komm her, du. Ja, jetzt haut er nochmal zu. Zack. Und... Wotz. Wotz. Ach, wunderbar. Stirbst du da unten wenigstens? Ja, er ist gestorben. Sehr gut. Oh, ist das wunderbar, dass die jetzt hier mit so wenig Schlägen draufgehen. Ach, das hätte ich schon viel früher machen müssen. Viel weniger Quälerei jetzt. Guck mal an, ey. Ha! Super! Ey, zweimal gebackstabbt, schon kaputt. So, das Ding kommt ja jetzt trotzdem wieder hier an. Keine Ahnung, wie ich an den Loot oben rankomme. Da mir darüber Gedanken zu machen, ist mir jetzt ehrlich gesagt auch echt zu blöd. Keine Ahnung, warum hier die Kugeln, obwohl ich es schon umgestellt habe, trotzdem nochmal in dieselbe Richtung fliegen. Keine Ahnung. Oh, jetzt hätte ich es fast verpasst und wäre wieder oben in die Spikes rein, ne? Wow. So, ich lasse jetzt einfach in die Richtung fliegen. Aha. Er kommt. Aber von wo kommt er? Bisschen knapp. Ich will erst gegen ihn kämpfen. Weil es ist einfach genau. Gegen den brauche ich viel länger. Nee, nee, nee. Stirb einfach hier in diesem engen Gängchen da. Lächerlich, ey. Dass ich hier kämpfen muss. Egal. Oh, okay. Genau, hier war ja was. Nein! Warum bin ich da beim ersten Mal so gut durchgekommen? Ich verstehe es nicht. Och man, ich war doch schon ganz oben auf dieser dämlichen Burg und hab wahrscheinlich nur das Leuchtfeuer vergessen? Oder nicht gefunden halt, ne? Es kann ja nicht sein, dass die mich... Na, das glaube ich nicht. Oder zumindest eine Abkürzung. Irgendwas muss ich vergessen, übersehen haben. Weiß ich nicht. Ja, war die richtige Entscheidung, diese Axt hochzuleveln. Ich glaube, ich sollte noch einmal hochleveln, weil...
ich tatsächlich ein Problem habe mit diesen Brutzlern. Die brauchen nämlich einen Schlag mit 3 HP oder mit wie viel sie da überleben. Bisschen unnötig, dass der mir so viel Schaden gemacht hat, aber egal. Nicht so schlimm. Die Brutzler, die überleben mit einem HP, wenn ich zweimal einen schweren Angriff mache. Und das ist natürlich minimal nervig. Ja, guck. Voll dumm. Der hätte auch tot sein können jetzt, ganz ehrlich. Ey! Oh! Oh mein Gott! Oh, ich bin ein Depp. Okay. Ach, alles klar. Ich muss erst hoch. Achso, ich will ja hier drauf stehen. Ich bin so ein Depp. Ah. Ja klar ist der Dinger aufgegangen da unten, der Durchgang. Aber ja, das bedeutet auch, dass die Kugel in meine Richtung kommt. Aber jetzt ist es so geblieben. Vorhin war es so, dass die dann plötzlich trotzdem wieder in die andere Richtung ging. Ah, jetzt hätte ich die Chance gehabt, die Axt nochmal eins höher zu leveln. Ich wollte halt nicht alle Dinger ausgeben. Autsch. Jetzt warten wir kurz, bis die nächste Kugel den gekillt hat, dass der nicht nervt. Oh oh, jetzt nervt er doch. Naja, aber er hat nur noch ein HP. Schon okay. So, die Frage ist jetzt, stelle ich erst um und gehe dann darüber? Ja, ich glaube, ich muss... Das sieht so aus, als würde es da noch ein ganzes Stück nach hinten gehen. Okay, ich muss erst die Kugeln umstellen. Das macht vorher keinen Sinn. So, ah, na, gute Lady. Hä? So. Und der nächste, wenn ich bitten darf. Mit so einer dämlichen Axt. Jetzt kamen aber diese Dinger wieder in meine Richtung. Das verstehe ich jetzt nicht. Irgendwo auf der Map muss es einen Trigger geben, der das umstellt. Es gibt einen Trigger, der das umstellt. Irgendeine dieser Fallen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Irgendwas stellt das um. Ah, bestimmt muss man da reinrollen in dieses Loch.
Im richtigen Moment, mein Gott, da bist du aber ein bisschen beschäftigt, ne? So, aus Sicherheitsgründen stellen wir den einfach in die Richtung jetzt. So, dann renne ich mal hier runter. Und schau mir mal an, wo wir hier jetzt rauskommen. Das sieht auch so nach Fallen aus, hier alles rechts und links, ne? Das. Verschlossen. Hä? Das ist es? Das ist es? Ich stehe vor einem verschlossenen Käfig? Kein Leuchtfeuer, kein Nix. Wow. Danke für Nix. Oh nee, doch, sie kommen wieder hier lang. Alles klar. Ich weiß nicht, wo der Trigger auf der Map ist, aber irgendwo auf der Map ist ein Trigger, dass es wieder in die Richtung kommt. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher. Na gut, wenn man es weiß, ne, muss man halt jedes Mal außen rumlaufen. Bisschen doof, aber was soll's. Na, wäre auch zu schön gewesen, das beim First Try da unten reinzuschaffen, ne? Hier gibt's eine Abkürzung. Und die führt aber nach unten. Verstehe ich nicht. Ich muss doch hier nirgends unten lang. Was ist das hier? Wo komme ich hier raus? Wo bin ich denn hier gelandet jetzt? Bei mehr Loot, offensichtlich. Wappenring, ruhender Drache. Scheiße, ich habe auch schon zwei andere Ringe gekriegt hier und habe noch gar nicht geguckt. So, nu? Nee. 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 Oh, na super, ey. Wow. Klasse. Ah ja, so weit ist es nicht. Ich könnte mir, dann gucke ich mir doch gerade mal die Ringe an, die ich hier bekommen habe jetzt. Also. Wappenring, ruhender Drache.
Dieser Ring wurde heimlich von einem bestimmten dubiosen Magier der Drachenschule zu Windheim getragen. Der Ring ist mit einem ewig ruhenden Drachen verziert und schluckt alle Geräusche, die sein Träger verursacht. Ha. Okay. Dieser mit einer Schlange verzierte Goldring gewährt seinem Träger eine höhere Chance, bei einem besiegten Gegner Gegenstände zu finden. Gut, also... Das mit dem... Okay, müsste ich mal gucken, welche Gegner reagieren auf Geräusche. Hilft das vielleicht bei den Geistern? Also der Durchgang da unten hat mir überhaupt nichts gebracht, was ich sehr, sehr schade finde. Wieso ist diese Falle wieder aktiv? Schweinerei. Ich hab's gesehen. Also jetzt komme ich wieder aufs Dach, glaube ich. Ah, wobei, nee. Ach, da war ja noch ein Haufen anderer Zeug, bevor ich jetzt da oben ankomme. Ach, Schweinerei. Und dann müsste ich doch aber irgendwo mal ein Dingens finden, ne? Da müsste doch jetzt dann schon mal irgendwo ein Leuchtfeuer zu finden sein. Oh nein! Dieser Schlangenschrein treibt mich in den absoluten Wahnsinn. Oh, warte. Damit ich nicht mehr mit diesem einen HP zu kämpfen habe, mache ich jetzt einfach. Ach, ich habe wieder... Egal. Ist mir egal. Hier, zack, friss eine große Seele. Wurscht. So. Wahrscheinlich hätte es gereicht, wenn ich auf einmal auf Stärke gelevelt hätte, was ich sowieso ja mal machen wollte. Nun, tja, Pech gehabt. Ärgerlich. Klar. Klar. Hey, ja, passt. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf, ehrlich gesagt, Leute. Bin jetzt nicht so der Mordsfreund davon, dass ihr mir hier Vollgas 1 auf die 12 gebt. Ihr Saftnasen, Schlangen, Menschen. Ich will meine Seelen wieder haben. Ich weiß nicht mal, wo sie sind. Mal gucken, ob ich überhaupt da rankomme. Wo bin ich nochmal runtergefallen? Ach so, ja. Ich war relativ weit oben. Ich weiß nicht, ob die da oben jetzt liegen oder beim Runterfallen hier irgendwo gelandet sind. Tja. Das ist die große Frage.
Okay. So, nächster. Genau, so ist das doch absolut in Ordnung. Zwei Hits und weg ist er. So, der Durchgang da unten bringt mir einen feuchten. Das lassen wir. So, wunderbar. Die stirbt auch super schnell mittlerweile. Das gefällt mir sehr gut. So, und da sind wir wieder am Aufzug. Mir war schon klar, warum ich das nicht öfter probiere, da in dieses kleine Loch reinzurollen. Weil ich eben noch x-mal vorbeikomme. Ich habe noch genug Chancen, mich da reinzurollen. Alles gut. So, ah, die Seelen, da sind sie. Wunderbar, 11.000 Seelen und wir rollen. Jawollo, super geil. So, ab nach oben zu dir. Nein, 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 jetzt habe ich auch nö. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh. Ich war so in Gedanken. Und nochmal! Nochmal, nochmal, nochmal! Ach ja. Super. Das war gut. Mittlerweile schon drei Schlangenschwerter. So. Easy peasy. So, der da oben ist ein bisschen eine miese Ratte, finde ich. Weil der trifft mich, egal ob ich das Schild oben habe oder nicht, kriege ich Schaden durch den. Das bringt alles nicht so viel. Aber mei, das bisschen Schaden werde ich jetzt auch überleben. So viel war es ja nicht. So, jetzt zu dem da. Den verliere ich einmal aus dem Fokus, wenn ich hier hochrenne. So, Moment, jetzt habe ich ihn im Fokus und genau in dem Moment geht er wieder raus. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, warum. Egal. Ist mir vorhin nur aufgefallen. Also gut, der nächste. So, Falle hinter uns. Zack. Und rein da. Der haut hier immer noch irgendwie
ein paar Kisten zusammen. Warum auch immer. Der mag wohl keine Kisten oder Inneneinrichtungen. Ich glaube, der hat Probleme mit Inneneinrichtungen. So, der ist auch hinüber. Zack, Steinchen, jawohl. Und hinterher. Zack. Um die Ecke. Kein Gegner. In den Aufzug. Ich versuche wieder fünfmal in das Loch reinzurollen. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Vielleicht habe ich ja Glück. Oh nein, leider nicht. So, auf zur Kugel. Die stellen wir einmal um. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt über hier an dieser Stelle überhaupt noch was bringt, dass ich das tue. Ich denke nicht. Weil das alles schon erledigt ist quasi. So, Falle und umdrehen. Jawohl. Ihr schießt dreimal und weiter. Easy as that. So. Jetzt laufen wir einfach mal ganz schnell hier durch. Dann versuche ich dich da oben besser zu erwischen. Jawohl. Gib mir mein Loot bitte, danke. Das sind nämlich ganz schön viele mittlerweile. Oh oh, nee. Lass mich mal kurz saufen. Schild hoch und schwerer Schlag. Und Schild hoch und schwerer Schlag. Jawohl, nice. So, weil ich nicht weiß, wann ich den hier unten trigger. Und ob ich den trigger und der mir nicht in den Rücken fallen soll, machen wir ihn platt. Ich hab dich nicht vergessen. Ich weiß, dass du da bist. Alles gut. Komm mal her. So. Ja, beißen, schlagen. Zack. Meine Axt. Gut. 16.000 Seelen schleppe ich mit mir rum. Wunderbar. Das ist nicht gut. So, und hier steht jetzt der Boy links. Den kann ich anvisieren. Kein Risiko. Wir machen kein Risiko. Ich habe was für ihn. Ich habe was für den Kollegen. Einfach nur, um ihn zu triggern. Ich weiß nicht, ob das... ob das jetzt was bringt. Ob es ihn killt. Aber ich möchte einfach nur, dass er zu mir kommt, tatsächlich. Das wäre schön. Ja, killen kann ich ihn leider nicht damit. Ja gut, dann muss ich auf Timing spielen. Saublöd. Hier an der Stelle. Saublöd. Und ich bin einfach der Timing-König. Palle. Jawohl. Einfach First Try das Timing rausgehabt, ey. Nicht runterfallen. Oh, okay. Ist die Falle wieder oben? Nein. Aber da ist noch eine. Lieber außen rumlaufen. Einfach außen rumlaufen. So, jetzt sind wir wieder hier. Warte mal, hier bin ich vorher nicht lang gelaufen. Moment. Aha, hi, hallo, ja, kein Problem. Mit dir habe ich kein Problem. Sorry, Entschuldigung. Hier ist eine Kiste. Eine Kiste. So, und was hast du? Flammensteinplattenring. Leute, ich bin auf der Suche nach einem Leuchtfeuer.
Und dann gibt er mir eine Kiste. Mit einem Ring. Ich habe doch schon so viele Ringe jetzt. Verstärkt Feuerverteidigung. Die roten Steinplatten symbolisieren Flammen und stärken die Verteidigung gegen Feuer. Noch mehr. Okay. Das ist natürlich ganz cool. Das ist cool. Gegen den Flammenboy. So, und was ist das da? Wie komme ich dorthin? Oh, das ist irgendwo ein Geheimweg, den ich verpasst habe oder so. Keine Ahnung. Da laufe ich jetzt aber nicht nochmal zurück und versuche den zu finden, ey. Weil hier hochrollen, das geht ja wohl schlecht. Da komme ich nicht rauf. Dann halt nicht. So. Wir haben ein Problem. Houston, wir haben ein Problem. Nein, haben wir nicht. Mir fehlt ja noch eine Untersuchung. Mir fehlt eine Untersuchung. Und zwar hier vorne. Bevor ich weiter versuche, hier noch nach oben zu gehen. Komm mal weg da aus der Ecke. Das ist nervig. So. Der lässt nichts fallen. Sehr gut. So, und dann haben wir den da oben. Den Wilden, der da so ganz, 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 ganz wild um sich geprügelt hat. Hier, wenn ich gleich um die Ecke laufe. Ist hier irgendwo ein Leuchtfeuer? So, der da, der hat mich ein bisschen überrascht. Mit seinem Bogen. Und der rollt auch und so, der überrascht mich doch sehr. Gut. Rickards Degen. Okay. Danke. Och, eine von euch ist doch ein Scam. Na, dann heile ich mich vor. Mal, die machen ganz schön Schaden. Göttlicher Segen. Okay, kein Scam. Seltener Ring der Opferung. So, was macht der göttliche Segen? Heiliges Wasser der Göttin Gwynnever stellt Trefferpunkte vollständig wieder her und hebt alle Beeinträchtigungen auf. Okay. Ist jetzt okay. Und was war das andere? Was war nochmal, was war das andere jetzt? Ein Ring. Ja, da war nochmal ein Ring drin. Ich habe hier jetzt, also der hier, der Träger erleidet bei seinem Tod keine Verluste und wird von allen Flüchen befreit. Der Ring aber zerbricht in diesem Fall. Aha. Ja gut. Und dann haben wir noch das Schwert von dem Boy. Den Degen. Rickards Degen. Stoß. Kritisch. Der ist halt ziemlich leicht und schlägt wahrscheinlich sehr schnell zu. Gut,
Es fühlt sich nicht nach einem Erfolg an, muss ich ganz ehrlich sagen. Fühlt sich in keinster Weise nach einem Erfolg an, hier hochgekommen zu sein mit 22.000 Seelen. Gib mir doch ein Leuchtfeuer jetzt. Hier vielleicht? Kann ich hier irgendwie sehen, dass da eins ist oder so? Wow. So, hier ist der links im Gang, der auch irgendwie keinen Sinn hat. Autschi. Warum ist der hier? Warum ist hier ein einzelner Typ mit einem Degen einfach so irgendwo random? Verstehe ich nicht. Und hier ist ein leerer Gang, der ins Nichts führt. Da kann ich nicht durch, da gibt es keinen Geheimgang, gar nichts. Blöd. Gut. Oh, ein Leuchtfeuer wäre ja so lieb. Spiel. Ein Leuchtfeuer wäre ja so lieb. Tipp zum Leuchtfeuer, ja, nee, eigentlich nicht. Eine Scherbe, danke. Also wir haben den da oben und den. Den oben, den finde ich, glaube ich, gar nicht so schlimm. Ich probiere jetzt den oben hier mal. Ich versuche den jetzt platt zu machen. Weil ich habe ja schon gegen so einen gekämpft. Der war ja, der hat ja einmal um sich geprügelt. Genau, der hat einmal das gemacht. Und jetzt prügelt er um sich. Macht er so bam, 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 bam. Nee, noch nicht. Egal, komm. Jetzt. Nee. Immer noch nicht. Oh oh. Ah, ja, ein bisschen weiter weg. Ja, ich hab schon, dachte ich mir jetzt, dass er mich hier trifft. Na bitte, geht doch. Super. Jetzt habe ich schon mal den weniger. Wunderbar. Der wirft jetzt keine Bomben mehr auf mich. So, und jetzt haben wir den da. Das ist ein Boss. Das ist ein Boss, was sonst? Also, aber hier ist kein Leuchtfeuer. Jetzt kann ich in aller Ruhe suchen. Jetzt ist die gute Frage. Will ich einen Tipp holen? Will ich einen Tipp haben oder will ich keinen haben? Hier drüben war ich ja auch schon drin, da war nichts. Hier ist auch nichts. Da unten ist nichts, da hinten war nichts. Aber bevor ich jetzt den ganzen Weg zurückgehe, finde ich das selber? Finde ich das selber? Da hinten vielleicht. Das wäre noch so ein Ding. Da hinten drin, das könnte ich mir vorstellen. Was ich allerdings schon irgendwie auch gemein fände, weil man hier, ich weiß nicht, sieht so aus, als würde ich hier runterfallen. Ich meine, wenn ich es nicht schaffe,
Nee, da hinten ist doch. Da ist doch kein Leuchtfeuer drin, oder? Jetzt warte mal. Da bin ich. Und da bin ich gekommen. Da war ich schon. Aber hier kann ich doch nicht rüberrollen, oder? Nee. Das sieht einfach so. Es sieht hier so offensichtlich so aus, so hier. Hier muss ein Leuchtfeuer irgendwo sein. Hier ist auch bestimmt irgendwo eins. Ich habe 26.000 Seelen. Damit renne ich jetzt nicht in den Boss rein, von dem aus ich dann wieder 100 Jahre laufen muss. Das wird, also normalerweise sind die Leuchtfeuer ja auch so positioniert, dass ich doch noch durch ein paar Gegner durch muss, bevor ich wieder beim Boss bin. Die sind ja nie so, dass ich einfach. Direkt vorm Boss stehe. Bei ihm da irgendwo? Da hinten war auch nichts. Nee, hier lang will ich, genau. Irgendwo eine Stelle finden, an der ich vielleicht noch nicht hochgelaufen bin oder so. Also da hinten ging's zu dem. Aha, Moment. Oh, ich hab's einfach so gemacht. Gefunden. Nice. Puh, super. Also, 26.000 Seelen, wo komme ich denn hier raus? Was? Ach, das ist ja wild. Ach, okay, das hätte ich ja so gar nicht finden können. Oh, guck einer an. So, also, zweimal Stärke gelevelt. Jetzt kann ich die fette Axt spielen, die 14-Kilo-Axt. Ha, die jetzt mittlerweile schon wesentlich schwächer ist als. Bringt gar nichts mehr. Ah, hier komme ich raus. Boah, die ist ja auch bockschwer, ne, diese Axt. Nice, ich hab's gefunden, ey. Stark. Einfach so, ohne Hilfe. Okay, das bringt einheimlich gar nichts. Gut. Ja, ja. Alles okay. Alles okay. Ich gehe nochmal. Ich gehe nochmal. Wir legen das hier ab und wir nehmen die andere Axt. Die habe ich eh so hart gelevelt jetzt. Was soll der Geiz? So. Das ist hier ist. Da wäre ich auch so gar nicht rangekommen, ne? Wahnsinn. Aber wunderbar. Wirft der eigentlich noch Dinger von oben jetzt? Ist der respawned?
Nee, der ist weg. Ja, geil. Nur noch der Kollege da unten, der die Dinger da in dem, ins Loch schmeißt. Muss ich den killen? Kommt der? Naja, komm, die Seelen kann ich ja schon wieder mitnehmen. Das sind immerhin 6000 Stück. Super Sach. So, und damit, ich weiß nicht, warum ich eine Menschlichkeit habe, aber ich habe eine Menschlichkeit erlangt, wie auch immer das passiert ist. Gucken wir, was der Boss kann. Let's go. Also zuerst mal kann ich das ablegen, ziemlich sicher. Dann zweihändig die Nummer nehmen. Eisengolem. Das ist schon ein bisschen gemein hier, die Ecke. Ey! Autsch! Weil man sich hier ganz schnell auch mal... Ah ja, 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 er macht das mehrfach. Scheiße. Eisengolem! Kuckus! Oh nein! Mies! Mies! Das wäre bestimmt den First Try geworden, wenn ich da nicht runtergeflogen wäre. Mies! Ich brauche aber das Schild hier an der Stelle. Wegen dem Bogenfuzzi da oben. Das ist ja wurscht, irgendeins. Nimm ich halt ein leichteres Schild. Weil der Bogenfuzzi da, der nervt dann schon. So, einmal will ich noch probieren hier. Muss doch klappen. Aber wie viel Schaden diese Axt mittlerweile macht, ne? So, meine Seelchen nehme ich natürlich wieder mit. Autsch. Ja, sicher ist sicher. Noch nö. Mensch, was mache ich denn für einen Quatsch? Der steht da aber auch saublöd, ne? Das ist hier, die Schwierigkeit ist nicht der Gegner, sondern das. Genau das ist die Schwierigkeit. mich packt jetzt der Ehrgeiz. Ich will noch einen Versuch. Das ist jetzt aber
Mal gucken. Vielleicht der letzte Versuch. Super easy hier durchgekommen, ehrlich gesagt. Also wirklich. Sehr. Das ging flott. Also klar, die Spinnen waren. Die Schlangenwesen, da hätte ich ein bisschen früher vielleicht die Axt leveln können. Bisschen früher die Axt leveln, dann. Bisschen früher aufhören mit diesem. Mit diesem Flammengol. Flammendämon-Typen. Der einfach viel zu stark noch war. Das. Der mich fast one-shottet dort. Aber der Weg hatte mich halt dahin geführt. Das war dann so, ja komm, dann mache ich's halt. Jetzt habe ich nicht mal ein Schild genommen, sondern habe einfach so die Nummer hier durchgezogen. Hab mich einfach nicht treffen lassen gerade von dem Bogen, von dem Armbrustschützen. Die wollen wir natürlich wieder haben. Keine Ahnung, wo ich ihm hier mehr Schaden mache. Ja, ich sehe nicht, ob ich stehe oder liege. Ja, easy, easy as that. Eisengolem. Ha! Ist bei uns das erste Mal einfach runtergefallen. Auch nicht schlecht. 40.000 Seelen? What the freak? Und nu? Danke, danke, danke. Oh, da ist was. Da liegt noch was rum. Ring aus Licht untersuchen. Och nee, ich habe 40.000 Seelen, lass mich. Okay. Anor Londo. Ha. Ha. Ich war doch noch gar nicht fertig da drüben. Ich war noch. Oh Gott. Haust du mich? Ja, du haust mich. Nee, du haust mich nicht. Hallo? Hallo? Scheint keiner da zu sein. Außer ein paar Wachen. Und die antworten mir nicht. Was geht eigentlich hier ab, ey?
Was ist das alles? Und ich will wieder zurück, wo ich mich auskenne. Ich war doch noch gar nicht fertig. Da gibt's doch noch einen Haufen Zeug. Erstmal speichern. So, jetzt habe ich eine menschliche Gestalt und jetzt kann ich entfachen? Keine Menschlichkeit. Ich muss jetzt gerade mal ganz kurz... Einen Moment. Ich habe doch hier einen Haufen Zeug. Hier, zack, benutzen, nehmen wir 5 Stück, okay, von mir aus. 5 Menschlichkeit und jetzt entfachen. Weiteres Entfachen nicht ohne das geheime Ritual möglich? Okay. Wer bist du? Ein seltener Gast. Ich war noch nie hier. Erwählter Untoter. Okay. Okay, eine Offenbarung wird mir widerfahren. Nice. Ja, hoffentlich, wie dieses Spiel funktioniert. Hi. Ich sehe, ihr habt da hinten Kisten. Ah, okay. Wow, jetzt greift er mich an. Wirklich? Darf ich mal... Kann ich die backstabben? Oh, die haben ja gar nicht so viel. Meine Axt plus 10 ist einfach mega. 1500 Seelen. Die geben 1500 Seelen und ich habe 50.000 dabei. Komm mal her, du. Ha! Danke für eure Kisten. Okay, welche davon ist jetzt die echte Kiste? Ja, das war die Fake-Kiste. Scheiße. Ich hätte auch einfach mal draufhauen können. Die killt mich! Die killt mich komplett! Ich hätte einfach vorher draufhauen sollen. Ich habe noch gesagt, eine ist die Fake-Kiste. Und anstatt, dass ich einfach draufhau... Wow. Ja, das mit der Menschlichkeit war jetzt für'n Arsch. Ja, komm mal her, du. Wir müssen ja nicht beide triggern jetzt hier. Was ist das denn hier? Das ist ja Kindergarten. Autschi. Naja, wenn sie einen treffen, dann richtig, ne? Na, wobei, das geht. Ey! Du sollst zur Seite ausweichen. Mensch! Ich knüppel auf die Tasten ein. Ich knüppel sie tot.
An Sonnen. Okay, wow. Gerade sage ich noch, wie einfach es ist. Und dann werde ich fast. Fast kaputt gemacht. So, und du dämliche Kiste, wirst mich nicht nochmal fressen. So, gib mir dein Loot jetzt. Kristallhellebarde. Okay. Und du bist aber eine normale Kiste. Sehr gut. Funkeltitanit. Okay. Das ist. Hi. Darf ich vorbei, bitte? Man könnte ja auch mal leveln gehen und die Seelen ausgeben. Ey, 5 Menschlichkeit wieder gekriegt. Ja, dann war es doch nicht so schlimm. So. Ich möchte trotzdem gucken, wo es da hoch geht, weil vermutlich komme ich ja irgendwie zurück, ne? Lass mich mal durch. Hau dir mal weiter ab, der Boy. Autsch. Droppt ihr eigentlich auch irgendeinen Loot? Keine Ahnung. Vorhin eine Hellebarde gekriegt oder sowas. Ach. Was ist das? Irgendein goldenes Tor hier. Irgendein goldenes Tor. Versiegelt durch die Macht des großen Fürsten Gwyn. Aha. Okay. Da haben wir die Antwort. Ich darf nicht durch. Ich glaube, die Seelen müssten jetzt nochmal für ein Level reichen, ne? Da müsste noch ein Level drin sein. Kann das sein? Auch ganz knapp nicht. Okay. Dann besorgen wir uns die mal schnell noch. Weil jetzt davor und runterlaufen und dann sterben, nee, sehe ich nicht so. Sehe ich nicht so richtig.
Aber kann mir mal einer sagen, wie ich wieder zurückkomme? Nee, bitte nicht sagen. Hey, da ist ja auch noch eine Kiste. Komm mal her, du. Ja, jetzt habe ich euch beide. Blöd. Nicht sterben. Na bitte, geht doch. Lass mich mal in deine Kiste gucken. Dämonentitanit. Yay. Also gut, jetzt kann ich den Großteil der Seelen ausgeben. Für ein weiteres Level nochmal. Zauberei, Kondition, Wille, keine Ahnung, Intelligenz war so ein Ding. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig. Passt. So, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass ihr alle am Start wart. Ich wünsche einen schönen Abend, einen schönen Tag oder was auch immer, zu welcher Tageszeit ihr das dann auch auf YouTube schaut. Eine schöne Nacht, eine gute Nacht und so weiter.